Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück in die Outer Worlds. Wir sind in den Höhlen von Devil's Peak, die wunderschön aussehen, aber wahrscheinlich auch viele Gefahren bergen. Und zwar auf dem Weg zu einem Informationshändler und viel mehr weiß ich jetzt auch gerade noch nicht. Außer, dass ich nochmal betonen möchte, wie fucking schön das hier aussieht. Oh. Keep him quiet, Cap. Antisaurier. Look up. That makeshift bridge, we gotta cross it. First we go under, then hook around to the left, then up and over. Was? Welche Brücke? Hier lang müssen wir. Bams. Tja, an denen hätte ich mich nicht vorbeischleichen können. Noch jemand? Okay, das sind also Mantischwärme. So. Komm schon, ballern. Ich bin weggesprungen, Alter. Die kriegst du hier bei mir öfters. Bin nämlich nicht gerade leise unterwegs. Oh Mann, ihre Haare leuchten ja ganz schön. Finde ich gut. Wo geht's jetzt hier lang? Hier lang nicht, ne? Da ist noch ein Container. What? Mir fehlen zwei Schlossknacken. Kann ich das irgendwie... Hab hier irgendwas, was Schlossknacken erhöht? Ey, komm schon. Körperattribute. Sorry, aber das kann ich doch jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Persönlichkeitsattribute. Geistesattribute, na, plus eins. Noch eins. Ein anderes, was Geistesattribute erhält. Das hier. Na also! Das ist geil, hä? Spaßkanone, Mag 2 Energie, Plasma und ein Weitsichter. Kann man machen. Was bewegt sich da? Wahrscheinlich da oben irgendwas. Das ist vielleicht sogar eine bessere Rüstung als meine Nie-9. Die hat, glaube ich, Pavadian, ne? Oder? Ach nee, die hat hier Nahkampffähigkeiten. Okay, gut, dann kann ich das Ding eigentlich auch verschrotten. Sollen so ein Mords inzwischen? Plasma? Auf jeden Fall sau viel. Kritische Chance. Kritischer Schaden. Korrosion. Ja, ich habe eine Korrosionsmod. Okay, ich brauche dann dringend mal irgendwo eine Stelle, wo ich aufrüsten kann. Spätestens dann auf dem Schiff. Aber erstmal machen wir hier fertig. Ah, fucking nehmen wir die Königin. Voll drauf, Mann. Auch hier, bitte. Hat die hier sitzen? Ja. Okay, ich verstehe schon nicht, die Mantischwärme nah rankommen lassen.
Ah, das Ausweichen bringt einfach gar nichts. Verreckt. So. War kinderleicht. Nicht. Ja, die armen Plünderer. Ich habe auch schon wieder ein bisschen Munitionsprobleme, kann das sein? Schlecht ausgerüstet, Pitti, schlecht ausgerüstet. Tunnel hier. Noch einmal einer, fuck. Okay, erstmal dich. Jetzt du. Ich finde das voll geil. Alter, verrecke, du Sack. Greif doch mal die scheiß Mantikönigin an. Ich sehe nichts mehr wegen der ganzen Scheiße hier in meinem Gesicht. So. Sollte vielleicht doch mal, ich meine, die sterben hier recht fix. Sollte vielleicht doch mal ein paar Punkte. In diese Entschlossenheit stecken. Das würde dann wahrscheinlich mehr, ja, Begleiterleben bringen. Und meine Munition schwindet leider wirklich drastisch dahin. Schwere Munition brauche ich dafür also. Brauchen auf jeden Fall mehr von diesen verbesserten Waffen. Okay, wo zur Hölle geht's lang? Da drüben. Ja? Ah, hier geht's hinter. Und dann hier hoch. Kerbums. Zäuben. Und schon den hier noch. Ich finde das mega geil. Wie die immer schreit. Alter, ich bin fast tot. Sag mal, das ist so einer. Und weg. Alter, fuck. Oh mein Gott. Es ist aber auch wirklich... Hab ich irgendwas Besseres jetzt schon mal? Irgendwas. Sieht nie so aus, ne? Ich könnte das ja auf jeden Fall reparieren. Dann hätte ich da schon mal wieder 629. Oh, Sekunde mal. Ne, die hat auch 629. Der ist eigentlich vollkommen nutzlos, der Grundanwärmer.
Eine Mega-Mantikönigin, okay, das ist natürlich auch. Ah, shit. Die sofort betäuben, bevor sie irgendwas machen kann. Nein, das wollte ich machen. Jetzt das. Ja. Nice. Wer hat denn da gerufen? Ist mir egal, ich hab's geschafft. Standard zu dann kaufen wir uns. Okay. Jetzt mal ohne Scheiß. What the fuck? Loot laminiert. Einschlaghammer im K2 haben wir aber schon. Die jetzt immer mitballern können. Hast du wahrscheinlich nicht so gewonnen, ich hab's nicht gesehen. Sekunde, looten geht hier vor, ne? Flammenwerfer. Ist auch so ein Verbesserter? Ein Flammenwerfer mit Säureschaden. Ja, machen. Der wäre vermutlich doch nützlicher gewesen jetzt gegen den Kampf. In dem Kampf. That assist was a violation of corporate law if I ever saw one. Since it was to my benefit, and we're largely in lawless lands, I'll look the other way. C3 owes you one, stranger. You haven't seen Constance, have you? Ah, there's her torso. And that'd be her legs over yonder, never mind. I'm Berthold. What in the void are you thinking, creeping around a mana queen like that? At the time, I was thinking... Please don't see me. Oh, law. I don't want to die. Nah, nah, nah. Now I'm thinking it was stupid to come in here. Ja, das ist ein kluger Gedanke. Oder was heißt ein kluger Gedanke? Es ist zumindest eine gute Einsicht. Killing marauders and hooligans, as I am handsomely paid to do. Of course, as me and Constance discovered, they ain't the only forms of life inhabiting these caverns. I owe you a debt for saving my neck, stranger, and I mean to pay it. There's a station up the way. It's where my C3s are posted. We can talk more there where it's safe. I'll be on my way. Once I've gathered up Constance's parts. Ja, aber was jetzt C3? Ich kenne höchstens die 3PO. Aber, ja, ich verstehe es nicht. Ja gut, okay, offenbar haben wir jetzt jemanden gerettet. Wir hätten uns auch vorbeischleichen können, glaube ich. Aber es war wohl doch besser, dass wir die gekillt haben. Hoffen wir bloß, dass da der Tierschutz nicht dahinter kommt. Aber immer wieder auch cool, ne, wenn die so sagen, ja, darfst mir eigentlich nicht helfen, weil das ist hier... Weil das ist ja eigentlich auch gegen die Firmenvorschriften. Geht ja auch gar nicht, Menschen helfen. Das ist echt cool irgendwie. Oha. Was genau machen Minen hier? Ach so. Verrecke. Hast du eine Reichweite, hat das? Ah, geht so. Nice. Gepanzerte Gesichtsmaske. Könnte nützlich sein. Und ein leichtes Maschinengewehr im K2. Ich glaube, da hat sie schon eins, oder? 960, holy fuck. Ja, Hammer.
Beziehungsweise hat sie schon. Was ist mit der Gesichtsmaske? Macht Entschlossenheit hoch. Ja, komm, mach den hier. So. Passt. Möchte fast wetten, dass auf den vielleicht ein Kopfgeld ausgesetzt wäre. Ah, was soll's. Ist jetzt tot. Nicht, dass ich am Ende noch in die Höhle aber zurück muss. Das wäre nicht so schön. Ne, komm, jetzt raus hier. Ach ja, na gut, aber ich muss trotzdem sagen, das macht's ein kleines bisschen spannender. Also, ich werde es jetzt nicht noch höher schrauben, weil die Kämpfe sind... Was für eine schöne Bit-Datei. Ohne Scheiß, was ist denn jetzt mit den Wolken los? Die sehen... Sehen mega weird aus. Egal. Was wollte ich sagen? Ach ja. Die Kämpfe sind jetzt nicht taktisch anspruchsvoll. Deswegen werde ich es nicht noch höher stellen, weil das bedeutet im Endeffekt nur, dass ich noch länger auf Gegner schießen muss, bevor sie endlich zusammenbrechen. You a marauder? Cause me and my sunshine? That's my gun, if you were wondering. We don't take kindly to marauders. Also? Klar, ich bin sowas von einem Plünderer. Ja, auf jeden Fall. Nein. A coherent enough response, I reckon. Must be true. You're clear. But I would caution you against pressing on ahead. This station's plumb crawling with marauders, you know. Solltest du nicht was dagegen unternehmen? Ist doch dein Job, die Station zu schützen. Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with. And that's guarding these big old devil's peak horns. Ah ja, okay. Worauf wartest du noch? Hilf mir, diese Plünderer zu töten. There is nothing I'd enjoy more. But the C3s play it by the book. Usually. Go petition the boss man. Maybe you can convince him to alter my duties. You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. Okay, also wo finde ich die anderen Mitglieder? See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station near the cliff. You'll find the rest of my crew there. Gut, dann mal tschüss. Wer bist du? Need something? Hudson, okay, Dr. irgendein Joy. Typ. And for the love of space, don't rile the marauders. Was? Need something? Dr. Joy. And for the love of space, don't rile the marauders. Ich glaube, ich könnte die auch so wegmachen. Aber... Irgendwo, Sekunde, wo geht's hier lang? Hey du! Okay. Mach du hier mal dein Schießdings. Und du machst dein Betäubungsdings und ich halt dann mit der Säure rein. Alter Scheiße. Ich muss ja noch nachladen. Alter, die ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Holy shit. Na gut, das wäre der andere Weg nach oben gewesen, ne? Okay, ich verpiss mich jetzt mal hier. Und was meint die? Wo geht's? Wo geht's zu deren Vorgesetzten? Verlassene Relaisstation. Da waren wir doch, oder? Ja? Das hier sind die, oder? Ach, hier ist der Berthold. Das wäre Diebstahl, verstehe. Hey, Mannequin Slayer. Glad you made it in one piece. After all, not everyone's so lucky. Meet my corporate compliance crew. Then check out our weapons locker inside. I reckon you'll find something you like. Then we call it even between us.
Bestimmt. Ziemlich seltsam für eine Gruppe von Söldnern, sich selbst einen Namen zu geben, der sie als Einheit des Konzerns betitelt. A corporate model is the oldest and most efficient, not to mention stable structure history has ever shown us. Plus, corporations got certain rights, not entailed to individuals. I lead the C3s. Addy covers our payroll and expenditures. Lance handles the human capital. And Donald is our charming public face. Our system works. We've racked up more confirmed kills than any other crew you can hire. What? Und wieso bewacht ihr diese Station? We were hired to do so. Why else? You did get the memo that we're mercenaries. Our client's a bit unorthodox, sure. He calls himself the Broker and prefers the glow of a terminal to flesh and blood interaction. But I can't fault his work ethic. Our current gig's to stop by means of lethal force. Any creatures exiting the caverns. Ach, das ist der Händler. Erinnert ihr euch an diese eine Liebesgeschichte, die wir in der Arztstation gelesen haben? Oder die ich in der Arztstation gelesen habe? Versteh schon. Wenn du mir hilfst, die Plünderer bei der Sendestation auszulöschen, sind wir quitt. You drive a hard bargain, Mannequin Slayer. It don't make much financial sense for C3 to expend resources on any killing beyond the contract stipulations. As the Marauders didn't enter from the caves, the requirements are murky. At the same time, we do want to keep our client alive until the payment's cleared. Okay, dann packen wir es mal an. We recommended the client safeguard himself, so I don't expect that the main doors will be accessible. Find a way to open them, and we'll clear any hostiles on the inside. Okay. I've radio ahead for Joy and Hudson to prep for us. They'll be at the station entrance, ready with our finest auto mechanicals to assist you. C3s, prepare to move out. Ja, die habe ich schon. Die habe ich schon getroffen, die zwei. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal rein, holen uns eine Waffe. Ich kann basteln. Nice. Okay. Wir haben jetzt einmal das Gewehr, ne? Da können wir jetzt schon mal einen guten kritischen Schaden draufhauen. Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir hauen Korrosion drauf. Oder? Oder Plasma. Wollen wir ein Plasmagewehr machen? Korrosion habe ich ja jetzt eigentlich mit der schweren Waffe, ne? Aber die hat nicht so ein. Wisst ihr was, wir machen eine Plasmawaffe hier draus, so. Dann hätten wir eine höhere Waffenreichweite oder eine geringere Streuung. Bei so einem Automatikgewehr würde ich die Streuung nehmen und verbessern. Und hier machen wir dann mehr kritischen Schaden, so. Perfekt, haben wir schon mal das. Kann ich die noch tüfteln? Kann ich. 764 Schaden, das sehe ich doch gerne. Außerdem, weiter modifizieren. Dann haben wir hier ihr Dings. Machen wir auch mehr kritischen Schaden. Und bei ihr, soll ich bei ihr mal Korrosion drauf machen? Würde ich sagen, mal bei ihr Korrosion drauf. So, kriegt sie jetzt ein Korrosions-MG. Und der ist von Pavali, ne? Bei ihr hätten wir mehr Crit-Chance. Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Jo, mach mal. Und sie könnte auch einen Plasma-Hammer kriegen. Lassen wir aber mal lassen den. So, das passt schon. Das hier, kann ich das eventuell umändern? Das kann ich auf Schock. Dann machen wir daraus eine Schockwaffe jetzt gegen Roboter. Ja. Passt. Kritischen Schaden lassen wir aber hier mal weg, weil den hat das glaube ich sowieso nicht. Also ich glaube nicht, dass ich mit dem Teil auf Köpfe oder so ziele. So, dann haben wir zumindest erstmal das hier. Ausgerüstete Gegenstände reparieren. Passt, würde ich sagen. Rest lassen wir uns mal weg. Wie sieht denn das jetzt aus? Cool. Ja, irgendwie cool. So. Haben wir. Im Schlüssel. Okay, wir haben einen Soldatenkörperpanzer Gold. Einen Plasmawerfer. Der allerdings relativ wenig Schaden pro Sekunde macht.
Ein Schwungrad, das schöne Wurfballkartenring, Wurfballkarten, Betäubungsschlagstock Ultra. Powerhelm, Jagdausrüstung. So, Vortex-Streitkolben. Na gut, das Zeug ist ein bisschen altbacken. Ein schweres Maschinengewehr mit 400 Schaden pro Sekunde kann man machen. Vollschutzhelm. So, was macht denn jetzt das Ding hier? Ausweichen. Hoch, okay. Ich habe ja aber halt Fernkampfwaffenfähigkeiten plus 5 generell. Deswegen würde ich das lieber lassen. Vielleicht braucht's Pavadi ja. Obwohl, das ist halt auch bei ihr eigentlich. Aber die sieht nicht schlecht aus. Aber nö, ich lass das. Gefällt mir besser. Sonst noch irgendwas? Technik plus 15, Wahrnehmung minus 1. Nee, das lasse ich hier mal drauf. Bei ihr habe ich gemacht, also ihr macht jetzt 900 und das schwere Maschinengewehr macht halt gerade mal 400. Also die Waffen sind schon relativ scheiße, um es mal milder auszudrücken. Aber man hat jetzt ein Korrosions-MG. Und so wie es aussieht, haben wir jetzt aber genügend, um hier anzugreifen, glaube ich, oder? There you are. Bossman said you'd be up. Hold. Fox radioed ahead. Said I'm to follow you. Provide whatever support you need. If those bastards start shooting, we'll join in. I gotta warn you, my girl Sunshine here is a tad trigger happy. Of course, me and her will follow your lead. Just wanted you to know we wouldn't begrudge you of any violent inclinations. Dankeschön. Ist das wirklich deine Waffe, die schießwürdig ist? Ich würde da lieber durchkommen, ohne gesehen. Nee, du musst hier auf mich warten, okay? Ain't it the same, really? Nee, komm, wir ballern. My piece meet each other halfway on the issue. She likes to be used, and I like to put her to good use. As so very often as I can. In Fallout hatte ich einen Schleichbild. Das war zwar sehr effizient, aber eben auch ein bisschen langweilig, finde ich. Okay. Whatever you need. Just don't take too long. Idling makes me want to shoot something. Hallo? Nee, du sollst schon mitkommen. Komm jetzt? Hallo, kommst du jetzt? Achso, nee, er hatte gesagt, ich muss irgendwie erst die Tür aufschießen, ne? Ja, nicht reinhauen, ist angesagt. Alter. Was willst denn du hier? Du wirst einfach zu Asche verbrannt. Greif den hier an. Den hier an. Hallo, machst du mal jetzt den Marker hier auf den? Na egal, ist eh tot. Holy fuck. Sämtliche Gliedmaßen habe ich den weggeballert. Nachladen. Wie viele sind noch am Leben? Nicht mehr viele, oder? Was, da unten ist noch jemand? Hä, warum hat er jetzt gewechselt? Keine Ahnung. Der hat jetzt warum auch immer die Waffe gewechselt. Hiram must have sealed the door. He's Granatenwerfer 2, na, das finde ich doch gut.
Den könnte ich Felix geben. Der hatte ja auch einen Granatenwerfer, ne? Aber schön. Und die anderen? Sind die noch am Leben? Ich hoffe doch. Ah, meine Fresse. Okay, ich würde aber mal sagen, ich beende an der Stelle wieder die Folge. Ich wollte gerade sagen, das wollten wir ja mal sehen. Aber erst nächste Folge. Hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich wie immer über eine nette Bewertung oder einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Folge. Bis dahin, haut rein!